Wir sind hier bei mir zu Hause im schönen Hofheim im Taunus. Ich wohne ein bisschen abseits von Frankfurt. Die meisten denken ja immer, ich bin aus Berlin oder aus Frankfurt direkt, aber ich habe mich nur ein bisschen zurückgezogen, mehr aufs Ländliche. Liegt auch daran, dass ich so dieses ganze Stadtleben nicht ganz so mag, weil einfach zu laut, zu viel Lärm. Deswegen ein bisschen mehr die Ruhe halt so finden, weil man viel Musik macht, will man ja so ein bisschen den Gegenpol haben. Dann ja, das ist mein kleines Heimstudio. Ist nicht besonders groß, ist nicht besonders professionell, hat so diverse Mängel schon. Aber naja, vom Sound her, ihr kennt ja meinen Sound, ist doch ganz, ganz nett, trotz all dem. Min, typisch Min, ist, denke ich mal, groove-lastig, sehr straight, auf den Punkt gebracht, nicht zu viel Schnickschnack und immer wieder Jazz-Elemente, sei es mal nur eine Hi-Hat, sei es ein bisschen Drums oder halt Kongos, ja, alles, was man halt so findet. Tja, also der typische Min-Sound kommt eigentlich daher, dass ich eigentlich mit Hausmusik groß wurde, war viel im Disco-House-Bereich unterwegs gewesen als DJ damals, bin dann zum Techno übergegangen und irgendwann, als diese ganze Elektro-House-Welle kam, habe ich mir eigentlich mal eine Auszeit genommen. Dann mit dieser neuen House-Bewegung, die so durch diese ganze Loop-House, Minimal-House zurückgekommen ist, habe ich auch angefangen, wieder House zu produzieren. Aber mich hat irgendwie immer dieses Tribal-lastige, dieses Afro-Rhythm, Jazzige immer sehr interessiert gehabt, weil ich auch aus dem Hip-Hop-Bereich komme. Ich war damals früher Breakdancer, habe auch gerappt, aber naja, meine Stimme ist nicht die schönste, von daher habe ich es gelassen. Ich habe vor Jahren schon angefangen, verschiedene Vinyl-Labels zu betreiben. Angefangen hat das Ganze mit Kaufen Musik, wo wir damals noch als Kaufmann und Ferdinand sehr produktiv waren. Wobei Kaufmann und Ferdinand mein nächstes Projekt ist, was zum Leben wiederbelebt wird. Danach kam das Label Replay Minimal, was natürlich klar in dieser minimalen Zeit entstanden ist. Wobei das mittlerweile eher in die Hausmusik abgerutscht ist, in den Tech-House-Bereich, mehr ins Groovige. Und mittlerweile betreibe ich noch ein weiteres Vinyl-Label, was Commit Musik heißt, was aber auch nur auf Vinyl ist. Was auch so diesen Idealismus, den ich noch so ein bisschen in mir trage, so ein bisschen vermitteln soll, nämlich, dass die Leute nicht immer alles digital bekommen, sondern auch mal wieder zur Vinyl greifen müssen. Dadurch, dass ich ja auch Vinyl-DJ bin und auch versuche, weitestgehend noch mit Vinyl und CD aufzulegen. Mucky Pups ist ein Side-Project, das ich zusammen mit dem Jonas mache, mit dem ich auch schon auf Desolat released habe. Jetzt kommt auf MBF ein Remix, es kommt auf Made to Play ein neuer Remix. Wir haben zusammen auf Trapez jetzt eine EP, haben auf Snatch noch ein paar Remixe, also es kommt einiges bei uns. Als DJ habe ich eigentlich mit 11 Jahren bereits angefangen, weil mein Bruder war Hobby-DJ gewesen. Dadurch, dass er mal viel aufgelegt hat, viel zu Hause aufgelegt hat, die Plattenspiele da waren, das Mischpult da waren, war ich natürlich irgendwann so angefixt, dass ich natürlich das Ganze auch ausprobieren wollte. Jedes Mal, wenn mein Bruder aus der Wohnung rausgegangen ist, bin ich scheinheilig an die Plattenspieler gegangen, habe dann versucht, irgendwelche Hardcore-Platten auf Kindergeschichten zu mischen und habe da versucht, meinen Weg irgendwie mal reinzufinden. Der Name Min, weil die meisten Leute fragen ja nach, woher kommt der Name Min? Und ja, also haltet mich jetzt nicht für blöd, aber der Name Min kommt einfach vom Namen Markus Ferdinand. Da ist das M abgegriffen, ein Punkt dazwischen, das IN aus dem Ferdinand rausgezogen. Ganz simpel, ganz einfach, weil ich das doch so am liebsten mag. Für 2011, auch ganz wichtig, habe ich jetzt mein Album angesetzt, was im Oktober auf Trapez Limited kommen soll.